Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Sonntagmorgen. Gestern war echt anstrengend, aber auch lustig. War viel los, sehr, sehr viel, aber doch nicht ganz so viel, wie ich dachte. Mein Gott. Doch nicht ganz so viel, wie ich dachte. Aber war trotzdem echt voll. Wer war da? Julian war da. Viele alte, bekannte Gesichter, Freunde, aber auch viele Zuschauer, Fans. Das freut mich natürlich immer. Auf jeden Fall viele von euch getroffen. War echt lustig. Ein paar Fotos gemacht, beziehungsweise sogar sehr viele. Was echt kein Problem ist, da könnt ihr mich echt immer fragen. Obwohl da echt viele sich nicht trauen. Aber wie gesagt, das ist echt kein Problem. Für der Garten Arena. Gestern zu viele Bären gemacht beim Farmen. Zumindest wenn ich mal zum Farmen gekommen bin. Habe auch viele jetzt Nachrichten bekommen. Bin mal kurz drüber geblättert, aber ich hatte noch keine Zeit, die zu beantworten alles und genau anzuschauen. Aber da haben mir auch ein paar die Fotos geschickt, also. War echt lustig. Aber ansonsten, die ganzen Nachrichten werden dann nächste Woche beantwortet. Es geht vor allem an einen Typen, einen Kollegen. Namen habe ich jetzt nicht parat, aber der hat sich gemeldet wegen dem Design, dass er mir da aushelfen will. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal melden. Wie gesagt, aber jetzt gerade keine Zeit. Ich will gleich wieder los. Mit den Jungs noch abhängen, bevor die wieder alle fahren. Echt coole Jungs. Echt coole Leute getroffen. Nicht nur Jungs, auch Mädels. Verschiedene Altersstufen, also echt verrückt, wen man da alles sieht und wer da alles grindet. Und hoffentlich kommen da noch ein paar Videos. Hatte ein paar Sachen noch geplant, schauen wir mal, ob wir die heute noch umsetzen können. Bisschen viel gelabert, aber jetzt fangen wir an mit den ganzen Shoutouts und Sachen, die ihr mir geschickt habt. Ich habe letztens noch ein paar Sachen bekommen zu Lavados, aber das ist jetzt veraltet. Also ein paar 100% gefangen, ein paar 100% abgehauen und sowas. Das werde ich jetzt nicht einblenden, weil diese Woche ist Zapdos dran. Blende ich erstmal. Die ganzen Geflohenen ein. Also, ich habe das diese Woche nicht gut organisiert. Ich habe viel mehr Nachrichten bekommen, aber ich habe die jetzt nicht wiedergefunden. Dementsprechend blende ich nur ein paar Sachen ein. Zum Beispiel hier von dem Kollegen hier. Zapdos geflüchtet, 1902. Das war direkt am ersten Tag, schreibt er. Tut mir leid. Der Kollege hier, Zapdos auch geflüchtet, 1902. Richtig leiden, schreibt er. Der Kollege hier auch, Zapdos geflüchtet. Wenigstens hat er einen Landhund gefangen. Aber er schreibt auch leidend. Ist echt leidend. Tut mir leid. Achso, der ist gar nicht 1902. 1893. Das ist 93. 1902. Ja, 93, 6, ja. 93, 96. Irgendwie sowas. Ja, trotzdem leidend, aber jetzt nicht so leidend wie die anderen Sachen. Hatte da eigentlich noch viel mehr, aber wie gesagt, ich habe die irgendwie nicht gefunden. Muss ich das nächste Mal ein bisschen besser organisieren. Aber natürlich auch ein paar, die es gefangen haben. Was sehr erfreulich ist, wie der Kollege hier, Dominik, Zapdos gefangen, 1902. Oder hier Martin, auch gefangen, Zapdos. Zweiter Zapdos-Raid, direkt 100%, direkt erster Ball gefangen. Glückwunsch. Jason, Zapdos 100%, super saftig, auf jeden Fall super saftig. Nikita, 1902, 100% gefangen. Und 98 auch noch, nicht schlecht. Wie gesagt, von denen hatte ich auch ein paar mehr. Also, Zapdos 100% habe ich echt sehr, sehr oft gesehen im Vergleich zu den anderen. Und die Fangquote, wie gesagt, viel höher, meiner Meinung nach. Und auch von den anderen, zum Beispiel hier, Kollege Zapdos, Fangrate 14 von 14, 100%, nicht schlecht. Ich habe momentan auch noch 100%, aber nur 4 von 4. Ihr könnt auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben, wie eure Zapdos Fangrate momentan ist. Ob ihr den auch am leichtesten bisher findet. Dann. Paar Highlights von euch. Hier jetzt zum Beispiel von Tobias. Aber für manche besonders, für manche eher nicht. Aber er würde sich freuen, wenn er es ins Video schafft. Dementsprechend packe ich ihn mal hier rein. Und zwar Shiny Carpador hat er bekommen. Ich nehme mal an, sein erstes. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon eins habt. Überraschenderweise habe ich jetzt ein paar Leute getroffen. Jetzt beim Event, die noch keins hatten. Und die waren Level 40 und so. Und hatten 30 Millionen und viel mehr und sowas. Also richtige klasse Spieler und die hat noch keinen Shiny Carpador. Dann, was gibt's hier noch? Der Kollege hier, 100% Hutut gefangen. Oh, heute in den Arkaden. Habe ich glaube ich nicht, aber ich habe eh schon einen, aber Glückwunsch. 100% immer gut. Vor allem für das 100% Battle demnächst gegen Julian. Wir haben es gedreht. Kommt die Tage online. Dann hier ein Kollege mit ein paar verrückten Statistiken. Oder nicht allzu verrückt, aber auf jeden Fall mehr als ich, was Arena angeht. Arena Zeit. Und ja, Bären relativ wenig. Oder ist es eine 1?
Aber Bern hat er relativ wenig, aber schon nicht schlecht, hat er mich getaggt. 4 goldene Arenen. Ich habe glaube ich 5 oder so. Schreibt unten rein, wie viel ihr habt. Zeit, füttern und goldene Arenen. Dann hier von dem Kollegen ein Despoter, ein wildes. Schon lange nicht mehr gesehen. Letztens eins im Scanner gekommen, aber keiner hat's geholt. Keiner wollte mehr. Der Kollege hier, Phil, hat einen 100% Galaxo. Richtig saftig für ihn, richtig leiden für mich, weil mein Bestes ist, ich glaube 91, aber ich könnte mich auch täuschen und es könnte nur 89 sein. Also ich habe bisher echt noch kein gutes 100% verpasst, der war zu weit weg. Und ansonsten 298er auch verpasst, aber was soll man machen, Galaxo nicht mein Kollege. Dann hier von Jason nochmal, oder ist es ein anderer Jason, keine Ahnung. Und von denen hatte ich auch mehr von dieser Art von Fragen, aber irgendwie habe ich die echt nicht mehr wiedergefunden. So heißt er 36 und fragt, ob das gut ist für 36. Eigentlich nicht, würde ich sagen. Oder? Also, ich hatte, meine Pokémon sehen eh immer anders aus, weil ich nicht so gern pushe, aber 36 ist doch relativ hoch und da hat er nur ein paar Pokémon über 3000. Ich würde doch sagen, eigentlich nicht. Also mit den Pokémon hätte er damals im alten Arena-System nicht viel anfangen können. Und mit 36 hat man eigentlich keine Probleme gehabt, in den Arenen Platz zu finden und lange zu bleiben. Also im alten Arena-System meine ich jetzt. Aber mit dem Pokémon, da wäre es nicht lange gut geblieben. Vor allem nicht mal 10. Sprich, ja, ich würde sagen eher nicht, aber das ist momentan eh alles relativ und nicht so wichtig. Dann hier auch noch von einem Kollegen, der hatte glaube ich gerade auch irgendwas 100% geschickt, naja, das Hutut. Hat auch ein 100% Kangama, keine Ahnung woher, ich glaube auch von den Arkaden. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem, leider immer noch keinen gefunden. Dann hier der Kollege, anscheinend in Japan, kann man glauben oder nicht, wer weiß, aber Shiny Raichu hat er gefangen. Also der Screenshot ist deutsch, also kann man ihm schon glauben, dass er in Japan ist, wieso nicht. Dann noch ein paar Fragen. Der Kollege hier fragt, soll ich den Namen erwähnen? Naja, passt schon. Er ist Level 29, bestes Despoter gerade entwickelt, oder erstes Despoter gerade entwickelt, 93%, 2083 WP, soll ich das pushen? Ich habe gefragt, kommt auf die Bonbons an, kommt auf die Moves an? Ja, auf die Moves kommt es eigentlich nicht mehr an, wegen den TMs, aber eigentlich nicht, also das ist ziemlich low, das ist fast so wie aus dem Raid und aus dem Ei. Aber wilde Lavitas gibt es momentan nicht so viele, oder zumindest fahren wir keine mehr an, also. Ich meine, mit 65 kann man den eh nicht weit pushen. Echt schwierig, weil er ist eh nur Level 29, also viel pushen kann man den echt nicht. Und deswegen, genau wegen solchen Fragen habe ich eigentlich Ask Hong auf Eis gelegt, weil sowas kann man momentan echt nicht gut beantworten. Also ich würde sagen, nein, erstmal. Ja, ich würde sagen, nein, auf jeden Fall, nein. Da gab es, glaube ich, auch noch ein paar Fragen vom letzten Mal, aber nicht allzu viele, also. Ihr könnt da immer noch Fragen stellen, so wie für Ask Hong, so wie der Kollege gerade mit Pushen, Entwickeln und sowas. Aber auch allgemeine Fragen, wie zum Beispiel der hier, Trainer Luki. Fährst du dann nicht mehr nach Oberhausen? Kommt drauf an, was die dort bieten. Weil wenn es weiterhin nur Kangama und Ding ist, was wir jetzt schon bekommen haben, möglicherweise nicht. Also ich würde trotzdem fahren für Videos und so und Spaß haben und EPs machen und sowas und mit euch treffen. Aber die Frage ist halt dann, ob irgendjemand anderes Bock hat und ich dann eine Mitfahrgelegenheit bekomme. Aber mal schauen. Dann eine Frage hier von Day 13. Hey Hong, wollte mal fragen, warum Nidoking, Nidoqueen so underrated wird. Ist es wirklich so schlecht? Ja, ist es leider. In den Spielen weiß ich was, waren die zwei viel besser, aber hier in Pokémon Go sind die echt schlecht. Shoutout an Dimi, sein Lieblings-Pokémon Nidoking. Von Loop 4 hier. Soll ich meinen 98% Machomai pushen? Hat Moveset Konter Wuchtschlag. Das Problem ist, es ist gerade mal Level 9. Die Frage ist dann, woher hat er das? Woher hast du dann ein Level 9 98% Machomai? Weil war wahrscheinlich ein Macholo. Sprich, du hast die Bonbons bereits ausgegeben und investiert für das Machomai. Sprich, wenn du bereits willig warst, bereit warst, die Bonbons 125, 123 sozusagen, würdest du das Machomai auszugeben, dann kannst du auch weiter pushen.
Vor allem am Anfang kosten die Pushes nicht so viele. Hier von Namenlos. Hashtag Asfam, würdest du dich als Suchti in Pokémon Go bezeichnen? Ja, na klar. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob man die Sucht noch unter Kontrolle hat. Bei manchen, da wundere ich mich echt, was die so machen. Vor allem alle, die mehr haben als ich. Aber vor allem jetzt beim Wochenende oder am Wochenende habe ich so viele andere Kollegen getroffen, die so hart grinden und so hart suchten. Ich bin zwar ein Suchti, aber da gibt es bei weitem härtere und süchtigere Spieler. Und echt krass. Und irgendwie Suchti, es klingt immer so negativ, aber ich finde es echt nicht negativ. Vor allem, wenn man mit den ganzen Leuten abhängt, macht echt Spaß. Und manche nennen es leidenschaftlich, manche nennen es Dedication, manche nennen es... Das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein. Aber ich finde auf jeden Fall, Suchti ist echt zu negativ abgestempelt, meistens immer. Wenn man etwas macht, dann sollte man es richtig machen. Und solange es echt andere Bereiche vom Leben nicht, wie nennt man das, beeinträchtigt. Und wenn man jetzt echt nicht ständig daran denkt und das als oberste Priorität setzt. So. Es gab irgendeinen Fehler mit der Datei. Ich glaube, die war zu lang oder so. Auf jeden Fall, falls da ein komischer Schnitt jetzt kam, tut mir leid. Aber das war's. Letzte Worte noch. Shoutout an Pascal. Du weißt wofür. Danke für die kleine Spende und für die netten Worte. Freut mich echt. An alle anderen. Ihr könnt wie immer Fragen unten reinschreiben in die Kommentare. Bilder posten, mich taggen. Irgendwas schicken, Fragen. Egal wo. Facebook, Instagram. Und dann wird es möglicherweise in der nächsten Folge beantwortet, gepostet, gezeigt, erwähnt. Shoutout, was auch immer. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Ich muss jetzt noch parsing. Das hat jetzt echt länger gedauert, als ich dachte. Bisschen weiter suchten. Und folgt mir auf Instagram und Facebook, habe ich glaube ich gerade gesagt. Aber ihr wisst, Pokémon ist serious business.